Hallöchen Leute, ja, heute bei Mario Kart 7 fahren wir den, weiß ich nicht, Cup. Erstmal wählen wir den Charakter, nämlich Yoshi. Ja, dann nehmen wir auch mal den Karacho 7, das Kart. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ja, vielleicht mal die kleinen Reifen. Ich meine, es ist ein schnelles Kart und da könnte man ein bisschen Handling gut gebrauchen. Und dann nehmen wir auch mal den Dornengleiter. Und ja, wir fahren den Bananen-Cup heute. Und ja, mit weiteren Retro-Strecken. Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt, okay. N64 Kopperstrand ist es. Eine ziemlich geile Strecke vom N64. Also, ich meine, beim N64 gab es jetzt nicht so die super Strecken, was ich so gesehen habe. Aber ja, die Strecke ist ziemlich geil, finde ich. Die gefällt mir sehr gut. Auch wenn ich finde, dass man hier in der Mario Kart 7 Version eine zu gute Abkürzung dann noch eingebaut hatte, die man eigentlich relativ leicht mit Pilz nutzen kann. Aber gut, das ist jetzt nicht unsere Sorge. Ah, eventuell ist ja auch die Abkürzung zu unserem Vorteil und wir kriegen ja wirklich kein Item. Ja, kann man nutzen, wenn man hier mit Pilz auf das Ding kommt. Dann kann man einmal durch so eine schöne Höhle fliegen. Höhle, ich verspreche mich schon wieder so ein paar Mal. Kotzt mich jetzt schon an, aber gut. Was soll's? Und wir haben einen Pilz, ja. Das ist gut. Hier ist auch so ein kleiner Geheimgang, sag ich mal. Hier kann man schön viele Münzen absahnen. Na gut, wenn man die darauf wieder verliert, ist es natürlich nicht so gut. Ah, und das mit dem Pilz können wir leider vergessen, denn er wurde uns durch den Blitz genommen. Ah, die Musik ist so chillig. Und ich summe im falschen Tag mit. Aber gut. Ich habe es auch schon mal geschafft, ohne Pilz darüber zu kommen. Ich weiß nicht, geht das mit einem Drift? Und Pilz, und ja, und ja. Noch im letzten Moment den Pilz eingesetzt. Ich weiß nicht, hätte das auch ohne Pilz geklappt? Keine Ahnung. So, hier knapp über den Kopperpanzer. Und nochmal die restlichen Münzen einsammeln. Ja, jetzt haben wir auch die vollen 10. Haben damit den Ultimate Speed drauf und auch schon einen schönen Abstand vor dem Todd, der sich auf dem zweiten Platz befindet. Ja, irgendwie empfinde ich Sympathie für die Strecke. Keine Ahnung wieso. Ist einfach geil. Ups, und ach, ich dachte mit dem Driftboost kann man das so ein bisschen austricksen. Fuck, da kommt ein blauer Panzer. Ich lasse mich mal zurückfallen. Ja, er wurde abgefeuert. Ups. Ja gut. Scheint alles nach Plan gelaufen zu sein. Ich bin zwar ein bisschen länger stehen geblieben, aber das ist jetzt egal. Hier nochmal schön ins Ziel tricksen. Tricksen, keine Ahnung, springen. Gut, haben wir 10 Punkte. Und beginnen das nächste Rennen. So, die zweite Strecke ist... Ja, was war es nochmal? In SNES Marios Piste. Ja, normalerweise sind SNES-Strecken auch nicht so das Wahre, aber ich meine wirklich hier, bei Mario Kart 7 hat man aus den Retro-Strecken das Maximale rausgeholt, hier mit schönen Flugpassagen dabei. Also auch diese Strecke macht trotz seines Alters ziemlich viel Spaß. Hier kann man auch schon ein paar schöne Driftboosts ausführen. Ich lasse mich mal aus Spaß so ein bisschen zurückfallen. Ist ja nicht allzu schlimm, ist die erste Runde und eventuell ist das sogar ein Vorteil, weil wir jetzt einen Stern haben. Können wir dann doch relativ gut abgehen. So, hier so ein kleiner Trick hier über das dreckige Springen, über die dreckige Erde. So, hier kann man auch noch so einen Trick ausführen, ein bisschen weiter fliegen. Und jetzt sind wir tatsächlich mit dem auf dem ersten Platz mit einem Stern. Ist das nicht geil? So, ich weiß auch genau, was ich machen werde, nämlich warten, bis ein Blitz kommt oder eben ein blauer Panzer und den Stern dann einsetzen. Boah, so haben wir eigentlich das Rennen in der Tasche, wenn ich denn aufmerksam auf den Touchscreen gucke. Ja, wenn ich das jetzt nicht verkacke. So. So. Oh, darauf kann man wohl auch noch einen Trick ausführen. Und der Blitz. Der Blitz, der Blitz, der Blitz. Die letzte hat den Blitz. Und, boah, geil. Vielleicht noch ein bisschen mehr abgekürzt. Oh nein, ah. Ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass der Stern schon zu Ende war, aber, boah. Boah, haben wir einen riesigen Vorsprung. Habe ich gerade mal auf der Karte unten nachgeguckt. Könnt ihr leider nicht sehen, aber ich sag's euch, er ist riesig, der Vorsprung. Der haben wir doch taktisch klug gehandelt hier.
So, und gleich mal ins Ziel fliegen. Boah. Ja. Die CPUs können sich warm anziehen. Wir haben ja schon 20 Punkte. Die müssen wir hier mal nachziehen, wenn sie denn noch irgendwas reißen wollen. Gut. Hm, nur 4 Punkte Abstand zum Toad. Der ist wohl zweimal Zweiter geworden. Ja. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und da kommen wir auch zur Kokospromenade. Natürlich auch von der Wii. Hm, was soll man davon halten? Irgendwie finde ich die Strecke ein bisschen besser auf der Wii. Ich weiß auch nicht. Aber es liegt wahrscheinlich nur daran, dass ich irgendwie ein Fan von der Wii-Version bin. Gerade die Bikes sind mir sehr angenehm. Und deshalb empfinde ich die Wii-Version auch als sehr gut. Auch wegen den Custom Tracks. Ich glaube, das zähle ich immer so ein bisschen dazu, so unterbewusst. Ja, da gibt es ja so schön viele Custom Tracks. Werde ich auch mal gucken, ob wir da irgendwie ein Let's Play zu machen oder so. Aber wenn, dann online, denn ich will nicht jede Müllstrecke einmal durchfahren, denn ja, bei Custom Tracks gibt es auch... Es gibt sehr gute Sachen bei den Custom Tracks, aber auch sehr gewöhnungsbedürftige Strecken, sag ich mal. Und die würde ich selbstverständlich nicht alle fahren, wenn, dann nur online. Aber das wird sich noch ein Stückchen gedulden müssen. Ich meine, wir machen ja gerade ein Mario Kart Projekt. Und zwei auf einmal will ich natürlich auch nicht machen. So, dritter Platz geht natürlich noch ein Stück besser. Ja, jetzt haben wir ein paar schöne Tricks ausgeführt. Ich glaube, hier kann man jetzt auch ohne Pilz durch. Ja, tatsächlich. Finde ich ein bisschen komisch. Ich meine, das sollte schon eine Abkürzung bleiben, finde ich. Dass sie jetzt einfach den Schlamm so rausgemacht haben. Finde ich dann doch ein bisschen scheiße. Aber egal. Trotzdem ist die Strecke eigentlich recht gut. Die obere Route ist in diesem Mario Kart sogar besser als die untere. Bei der Wii war es anders, aber hier ist es wegen dem Gleiter irgendwie so, dass man hier beim oberen Weg mehr Speed aufnimmt. So, dann den Autos ausweichen. Und das letzte Auto wurde auch weggemacht. Ich weiß nicht wieso. Wieso muss denn alles einfacher gemacht werden? Nimmt denn nur. Das verstehe ich nicht ganz. So, jetzt bombardieren wir den anderen mal. Jetzt ist er natürlich die untere Route gefahren, Mann. Na, wobei, ich bleibe hier mal ein bisschen zurück, denn der blaue kommt. Ja, das war die richtige Entscheidung. Nein, falsche Rolltreppe, aber das ist auch hier in der Edition nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, wenn ich Edition sage, nämlich Mario Kart 7. Und nicht die Wii-Version. So, der Tod ist uns auf den Fersen. Trotzdem nehme ich jetzt noch mal die untere Route, um euch die noch mal zu zeigen. Aber die meisten werden das eh schon kennen. Eben weil die Wii-Version auch sehr populär war. Und dieses Spiel ja eigentlich auch. Und nein, 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 überholt mich nicht. Geht weg. Ja, erster geworden. Mann, Mann, Mann. Das war schon mit einigen Risiken verbunden, aber... Gut. Ich sag immer gut, keine Ahnung wieso. Mann. Naja, egal. So, letzte Strecke ist DS Waluigi Flipper. Oder Waluigi Pinball. Kann man es auch nennen, weil es da eben auf der Strecke stand. Aber der richtige Titel ist dann doch Waluigi Flipper. Ja, und ich muss sagen, ja, von der Strecke war ich auch schon auf dem DS kein großer Freund. Ich meine, die war... Es war was anderes. Die war eigentlich ziemlich cool. Ich weiß jetzt... Ich sag, sie ist nicht so mein Fall und sagt trotzdem, sie ist cool, aber... Ich meine, sie sieht so cool aus, aber irgendwie mag ich es nicht so, auf ihr zu fahren. Und, ups, ein bisschen schlecht gedriftet hier. Alter, wow, meine Güte. Dabei haben wir eigentlich relativ gutes Handling, was für diese Strecke auch echt wichtig ist. Und nicht in die Kugel, nicht in die Kugel, oh. Mein Gott. So, den schießen wir mal lieber ab. So, mal einen schönen roten losschicken. Oh, da war eine Bombe. Gut, dass wir da nicht reingefahren sind. So, ein paar grüne Panzer zurückschießen. Dann könnten wir auch eventuell den einen oder anderen treffen. So, vorne ist wieder der Tod. Also man merkt wirklich, dass der Spieler hier supported wird von dem Spiel. Es ist einfach so, wenn jemand im ersten Rennen so... die beste Punktzahl erreicht hat, dann die beste Punktzahl erreicht hat von den CPUs, dann
dann erreicht er auch in den anderen Rennen die beste Punktzahl. Es ist einfach so. Autsch. Trotzdem fällt es mir eigentlich relativ leicht, hier noch Erster zu werden in dem Spiel. Ich weiß auch nicht wieso. Dabei fahre ich eigentlich gar nicht mal so gut. Ich meine, in Mario Kart Wii bin ich ziemlich gut, aber in dem Spiel kann man sich eigentlich gar nicht so von der Masse abheben, weil irgendwie alle gleich fahren. Ich weiß nicht, bei Mario Kart Wii konnte man so mehr entscheiden, wisst ihr, so mit den Bikes. Und auch auf gerader Strecke mal so ein Wheelie, ein Wheelie ausführen. Ja, und das fehlt mir so ein bisschen hier. Ich meine, man war schon so schön weit, dass man wirklich auf der Wii-Version so viel Skill zeigen konnte. Natürlich war auch viel Betrug dabei, mit den ganzen blauen Panzern und Blitzen, aber trotzdem fand ich das immer ganz schön, dieses bestimmte Handling von den Bikes. Natürlich waren die Karts dann total im Arsch. Also da muss man es noch so ausbalancieren, dass die Karts wirklich gleichwertig sind mit den Bikes. Ansonsten wäre es ein kleiner Fail, wenn einem dieser Fehler nochmal passieren würde. Ich weiß ja nicht. Meint ihr, die Bikes werden zurückkommen in der Wii U-Version? Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, aber irgendwie hätte ich Bock drauf. Ich weiß nicht. Wow, aber ich denke mal, über die Wii U-Version werden wir noch später diskutieren. Das war jetzt nur so ein kleiner Einblick, sag ich mal. So, und ans Ziel gekommen. Ja, haben wir auch diesen Grand Prix mit der vollen Punktzahl geschafft. Die Konkurrenz hat ein bisschen nachgelassen, auch wenn der Todd eigentlich immer Zweiter geworden ist, oder? Ich muss mal kurz ausrechnen. Er hat 32 Punkte und 4 mal 8 sind 32, ja, tatsächlich. Er ist immer Zweiter geworden, trotzdem sind wir Erster. Oh yeah. Und ich summe schon wieder mit. Ah, das nervt mich jetzt langsam schon selbst, aber irgendwie ist es so ein Ohrwurm, ne? Ihr wisst gar nicht, wie das ist. So. Werden wir noch einmal hier ausführlich geehrt. Der Yoshi hat es natürlich drauf. Yoshi ist eigentlich ein ziemlich cooler Charakter. Ich muss auch sagen, wir haben hier so eine kleine Yoshi-Plüschfigur im Zimmer. ja. Haben wir natürlich nicht gekauft. Ich glaube, die ist sogar ziemlich teuer, wenn man die kauft. Aber hat mein Bruder wohl irgendwo gewonnen aus so einem, in so einem Freizeitpark. Und daher, ja, haben wir das Ding halt. Gut, der Part ist an dieser Stelle beendet. Und beim nächsten Mal werden wir dann, glaube ich, mit dem Sternencup weitermachen. Und wir sehen uns dann. Bis dann.